Yo, ich bin Zino Backspin und ich habe euch in 2019 einige Künstler vorgestellt. Jetzt werde ich euch zum Ende des Jahres ein paar Newcomer vorstellen, die 2020 eine große Rolle spielen werden. Darum, this is Youngstars 2020. Deutschrap 2019 stand absolut im Zeichen von Handyvideos und daraus resultierenden Deals. So auch bei Beyaz, dessen Name übrigens türkisch für die Farbe weiß ist. Beyaz veröffentlichte über Insta Songs und Skizzen und konnte sich schnell eine eigene Fanbase aufbauen, zu der übrigens auch Gringo und der Rest von SLS gehören. Sony wurde auf Beyaz aufmerksam und ohne lang zu fackeln bekam er einen Vertrag und konnte seine erste offizielle Single Vergiss mich veröffentlichen. Sein Sound und der Vibe seiner Musik erinnern an Lil Peep und ein bisschen an XXXTentacion, die beide in den letzten Jahren verstorben sind, aber musikalisch absolute Vorreiter einer neuen Hip-Hop-Generation sind. Es geht nicht mehr nur darum, wer die dicksten Ketten und das dickste Konto hat, sondern es geht um Emotionen, Verzweiflung und Abgestumpftheit. So auch bei Beyaz. Kalb im Jörg, Paar am Schock, gelb an der Geld. Glaub mir, bleibt die Nacht, die wird anders. Kalb im Jörg, geht im Sog, werb an der Welt. Gib mir nur dein Herz und dann war's das. Rap-Kreationen sind ein Künstlerkollektiv aus Berlin-Kreuzberg. Ein Freundeskreis, in dem jeder seine Aufgabe findet. Sei es als Regisseur, als Kulissenbauer oder eben als Musiker im Vordergrund. Rap-Car sind zwei Rapper und ein Executive Producer. Ihre Namen müssen nicht im Vordergrund stehen, denn es geht ihnen vielmehr um die Sache. Vor ungefähr 5 Jahren hat alles angefangen. Die ersten musikalischen Gehversuche, das erste in Eigenregie produzierte und gepresste Album und die ersten Auftritte. Damals waren sie ein Kreuzberger Geheimtipp und heute, ein paar Jahre, 3 EPs und ein paar kleine Hits später, sind sie eine der vielversprechendsten Crews in Deutschrap. Statt die Standardthemen Autos, Rollies, Fußballspieler und Ticken, geht's bei RK um tiefere Themen. Sie haben ein anderes Credo. Ehrliche Musik aus dem Kiez für den Kiez. Ende diesen Jahres haben die Jungs ihr erstes Album namens Obscur veröffentlicht, das komplett vom BAZ-Member MOTB produziert wurde. Ich tauche ab, seh 1000 Fische im Meer, im Meer. Hab das Gefühl, hier ist mehr Verkehr. Keiner redet mit ihm, wir sind in Berlin und deshalb tauche ich ab. Ja. 1019 ist ein frisches, junges Label aus dem Herzen von Berlin. Der Name steht für die Verbindung von den Bezirken Mitte, 101 und Charlottenburg 19. Gesigned sind Lucio, Nizzy und Omar. Lucio fing vor 2 Jahren an, Songs zu veröffentlichen und gemeinsam mit Homie Omar kam das COD-Tape. Es dauerte nicht lange, bis Major-Labels auf die beiden aufmerksam wurden und anklopften. Im letzten Jahr veröffentlichten Lucio und Nizzy das gemeinsame Tape 1019 und auch Omar war auf fast der Hälfte der Songs gefeatured. Der Sound des Albums ist düster und trappig, aber unterscheidet sich vom Standard durch die lässige Straßenticker-Attitude der Jungs. Gut informierte Deutschrap-Hörer kennen Nizzy vielleicht schon, denn er war auf dem Contra-K-Album Labyrinth auf einem gemeinsamen Song mit Contra, Raff und Bones. 2019 kam das gemeinsame Tape, 2020 kommen Solo-Projekte von den Jungs. Den Anfang macht Lucio. Bunker die Batzen, du Schuka kommt. Seiten auf Null, immer nur Fassung. Major Labels sagen, dass ich grad gut ankomme. Das ist ein Rosenthaler, bist gut am Song. Bündel die Batzen im Schuhkarton. Grüne Bälle schmeißen vom Balkon. Prägefüllt so wie ein Luftballon. Nein, ich kann gerade leider nicht mehr runterkommen. Lugardi und Nein sind in diesem Jahr aus dem Kölner Untergrund aufgetaucht und die Szene ist sich sicher. Die beiden haben eine große Zukunft. Seit 2017 machen die beiden das, wovon ihnen jedes Major-Label abgeraten hätte. Sie veröffentlichen Tape um Tape um Tape, statt auf die in 2019 klassische Single-Taktik zu setzen. Das gemeinsame Release Frisches auf dem Herd hat den Jungs gut Aufmerksamkeit gegeben und das muss man ausnutzen. Ja, ich gucke für mein Mädchen immer Frisches auf dem Herd, ey. Pussy schmeckt nach Sushi, immer Frisches auf dem Herd. Daraufhin erschien das Man kennt sich 3.0 Tape und erst im Dezember 2019 die Man kennt sich 3.1 EP. Dabei holen sie sich mit der Flavor Gang, den Block Boys und Teilen von BAZ gleichgesinnte Youngsters als Feature-Gäste ins Boot. Übrigens, Lugardi und Nein sind bei ihrem eigenen Label Kinder der Küste unter Vertrag. Frag wen du willst. Paschanim hatte mit Shababs Botten den Untergrundhit des Jahres. Shababs Botten, grüne Augen, braune Locken. Tiens rocken, halbe Kiste, wenn wir shoppen. Shababs Botten, grüne Augen, braune Locken. Tiens rocken,
halbe Kiste, wenn wir shoppen. Von den Großen gelobt bis hin zu Uwe Baldner, der einen absoluten Newcomer covert, hat Pascha dieses Jahr einiges erlebt. Und dabei hat er erst eine Handvoll Songs draußen. Einen davon übrigens mit Chapo von den 102 Boys. Bis jetzt weiß man so gut wie nichts über ihn und seine Jungs, die sich gemeinsam Playboys Mafia nennen. Einerseits gibt es RB, der bei allen Projekten kreativ mitwirkt, und dann gibt es noch Simba. Auch er hat erst zwei Songs draußen, aber man merkt, dass da was passiert. Ein komplett eigener Style. Drop Durek und kauf mir den Maxi King. Sie wollt mit, weil ich mit Taxi ging. Stapel 10 Ketten zu nem Eisberg. Wir sind beim Trapmobil vorbeifährt. Drop Durek und kauf mir den Maxi King. Sie wollt mit, weil ich mit Taxi ging. Stapel 10 Ketten zu nem Eisberg. Wir sind beim Trapmobil vorbeifährt. Das hat scheinbar auch das Splash gemerkt, denn obwohl keiner von den beiden bis jetzt ein Release draußen hat, spielen sie im Sommer auf Deutschlands größtem Hip-Hop-Festival. Das waren 5 Tipps von mir für euch. Schreibt mir in die Kommentare, wem ihr für nächstes Jahr den großen Durchbruch prophezeit und wen ich unbedingt auf dem Schirm haben sollte. Ansonsten folgt der Alles Gold Deutschrap Playlist auf Spotify, Deezer, Apple Music und Co. und vergesst auch nicht auf Insta zu folgen. In diesem Sinne, wir hören uns nächstes Jahr. Guten Rutsch.